Es sind diese ganz besonderen Momente, die gerade den harten Winter für die Familie so schön machen. Das bedeutet für uns, das Leben wird etwas ruhiger und die Arbeit wird natürlich weniger und wir halten uns dann im Haus auf und machen mehr Dinge wie Kartenspielen oder wir lesen oder machen einfach uns einen gemütlichen Tag, indem wir irgendwas miteinander machen oder wir gehen auch mal spazieren oder gehen vielleicht raus mit den Skiern. Wir machen Cesaya und Lucette, die gehen sehr viel mit ihren Langlaufskiern los und zwischendurch auch gehen wir zum Schlittschuhlaufen. So, wir haben also Dinge, die wir tun, die mehr zum Vergnügen sind, als nur immer ständig dem Geld hinterher zu rennen und arbeiten zu müssen. Sicher müssen wir arbeiten, wir müssen Holz hacken, wir müssen alle möglichen Dinge hier tun. Das Leben ist nicht so einfach, wenn man auf die Lebensweise, die wir führen, verlangt natürlich auch Arbeit, aber die Pflichten, wie zur Arbeit zu gehen und die Jobs, die im Sommer sind, die fallen weg und wir haben mehr Vergnügen und deswegen ist der Winter eigentlich eine sehr schöne Zeit, weil sie mehr mit Vergnügen verbunden ist, als nur mit Arbeit. Ganz ohne Arbeit geht es dann aber doch nicht. Am nächsten Morgen machen sich Udette und Jesaja auf den Weg in die Schule des Indianerreservats. Udette arbeitet dort unter anderem als Aushilfslehrerin. Für Jesaja auch eine willkommene Abwechslung zum Hausunterricht. Der Elfjährige sieht nur selten andere Kinder, gerade im Winter. An der kleinen Schule werden fast ausschließlich Indianerkinder von der 1. bis zur 10. Klasse unterrichtet. Für den Highschool-Abschluss müssen die Kinder anschließend in ein Internat ins 4 Stunden entfernte Williams Lake. Heute soll Udette die Lehrerin beim Leseunterricht der Grundschulklasse unterstützen. Zwei Lehrkräfte für knapp 10 Kinder sind hier normal. Die wenigsten waren jemals weit jenseits der Reservatsgrenze, wenn überhaupt. Erfahrungsgemäß wird sich das auch für die meisten nicht ändern. Doch soll auch Jesaja nie ein anderes Leben kennenlernen? Eine Frage, mit der sich die Familie immer mehr beschäftigt. Also wir müssen